Heute zeigen wir euch, wie man aus nur drei Zutaten ein super leckeres Bauernbrot backt. Und was ihr hier seht, das sind die Zutaten, die wir brauchen für die Vorbereitung des Sauerteigs. Da haben wir einmal 165 Gramm Mehl. Dann tut ihr zu dem Mehl die gleiche Menge, also auch 165 Gramm Wasser hinzu. Und dann nehmt ihr so einen guten Esslöffel, ihr könnt es auch abwiegen, ungefähr 20 Gramm Sauerteig hinzu, Sauerteigstarter. Dann schaben wir das einmal ab. Und dieser Sauerteigstarter besteht eigentlich auch nur aus Mehl und Wasser. Und diese beiden Zutaten sind einfach lang genug miteinander vermengt worden, beziehungsweise sind halt irgendwie vermixt und gären dann. Und dadurch entwickeln sich gewisse Bakterien, die dafür sorgen, dass dieser Sauerteig entsteht oder dieser Sauerteigstarter. Um das jetzt ganz kurz hier zu auseinanderzuhalten. Weil das, was wir jetzt machen, ist der Sauerteig, den wir dann später fürs Brot verwenden werden. Und alles, was ihr jetzt noch machen müsst, ist das Ganze gut durchrühren. Das könnt ihr entweder mit einer Küchenmaschine machen oder ihr macht es einfach mit der Hand, weil das jetzt noch keine so großen Mengen sind. Das geht eigentlich relativ easy peasy. Perfekt. So, das schaut doch gut aus. Und damit herzlichen Glückwunsch, ihr habt euren ersten Sauerteig angesetzt. Dem Sauerteig gebe ich jetzt ungefähr 12 Stunden. Da wird er abgedeckt, auf eine Heizung gestellt und dann gucken wir in 12 Stunden nochmal rein und sehen, wie groß er dann gewachsen ist und was aus ihm geworden ist. Also, bis später! So, guten Morgen. Der Teig hat hoffentlich gut geschlafen. Wir gucken uns das jetzt mal an. Also der Sauerteig. Tada! Und ihr seht, das Ganze ist bisher gut aufgegangen. Damit haben wir jetzt unseren Sauerteig. Und mit dem Sauerteig können wir jetzt den Hauptteig für das Brot zubereiten. Dafür brauchen wir im Prinzip das gleiche wie gestern Abend auch. Und zwar, wir brauchen einmal Mehl. Die ganzen Zutaten und die Grammanzahlen findet ihr auch nochmal unten in der Infobox, wenn ihr es dann nachbacken wollt. Dann 235 Gramm Wasser. Und das ist jetzt neu, das war gestern noch nicht da, wir brauchen Salz. Ups. Und zwar 10 Gramm. Und was jetzt passiert, ist eigentlich super einfach, denn wir packen jetzt einfach all diese Zutaten zu unserem Sauerteig in die Schüssel und verrühren das Ganze dann. Also fangen wir mal an. Einmal das Mehl. So. So, dann kommt jetzt hier noch das Wasser rein. Wir machen das jetzt wieder ein bisschen matschiger. Und jetzt noch ein bisschen Salz. Wenn ihr jetzt eine Küchenmaschine habt, dann könnt ihr das Ganze jetzt einfach für 5 Minuten eurer Küchenmaschine überlassen. Ansonsten bräuchtet ihr eventuell so 7 bis 10 Minuten mit dem Handrührgerät, um das Ganze zu einem Teig zu vermixen. Ich packe das jetzt mal ganz schnell in die Küchenmaschine rein, die ich hier stehen habe. Los geht's! Ich werde euch das wahrscheinlich erstmal schön im Fast Forward zeigen. So, da sind wir wieder und das sieht doch gut aus. Ihr seht hier, wir haben einen tollen Teig, eine schöne Konsistenz hinbekommen. Und was jetzt passiert ist, wir decken das Ganze wieder zu mit unserem Handtuch und stellen es wieder auf die Heizung. Und dann könnt ihr mal sehen, was nach ungefähr 1-2 Stunden mit dem Teig passiert ist. Da sind wir wieder. Ein paar Stunden später, lasst uns mal reingucken, was aus dem Teig geworden ist. Ui, der ist aber ordentlich aufgegangen. Dann geht es jetzt daran, aus diesem Teig ein Stückchen Brot zu formen. Und dafür müssen wir den Teig jetzt erstmal aus der Schüssel rausholen und auf eine bemehlte Oberfläche tun. Deswegen habe ich mir jetzt ein Holzbrett genommen. Das wird jetzt mit ein bisschen Mehl bestäubt. Was jetzt wichtig ist, ist, dass ihr probiert, den Teig möglichst an einem Stück aus der Form zu bekommen. Denn wenn der Teig zu sehr einreißt, dann seht ihr das später auch im Brot. Das Rote, was ihr hier seht, ist übrigens so eine Teigkarte.
Die kommt gleich zum Einsatz und die ist tatsächlich sehr, sehr gut da drin, beim Teigfalten zu helfen, ohne dass halt alles an den Fingern kleben bleibt. Okay, so. Was jetzt beim Falten wichtig ist, ist, dass ihr nicht zu viel Druck auf das Brot ausübt, sonst geht es am Ende nicht mehr auf und ist sehr, sehr fest und gediegen. Was ihr jetzt eigentlich machen wollt, ist, ihr wollt das alles so ein bisschen zu einer glatten Oberfläche falten. Und meine Methode dabei ist immer, erst nochmal Mehl drauf, sonst klebt. Aber auch hier müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht zu viel Mehl drauf macht, weil ihr ansonsten so Mehlschlieren in eurem fertigen Brot am Ende seht. Genau, so ein bisschen was an Mehl oben drauf, damit es nicht alles komplett festklebt an eurer Faltkarte. Und jetzt nehme ich mir mal die rechte Seite, die so ein bisschen runter, falte das Ganze hier zusammen. So, jetzt falten wir das hier nochmal und versuchen das so ein bisschen zu drehen und falten es hier. Und falten das hier. Und da seht ihr auch schon, es ist immer so ein bisschen hilfreich, mit so einer Teigkarte da drunter zu gehen, um das Ganze abzuschaben. So. Perfekt. Das passt erstmal so. So. Okay, und jetzt müsst ihr das Ganze nochmal in Brotform ein bisschen gehen lassen. Dafür habe ich hier so ein Gärkörbchen. Das mehle ich auch nochmal so ein kleines bisschen ein, damit das Ganze, damit der Teig hier nicht dran kleben bleibt. So. Und jetzt nehmen wir den Teigleib, den Brotleib, und packen ihn einmal hier rein. Genau, jetzt habe ich hier nochmal ein bisschen Mehl drüber getan. Wenn ihr kein Gärkörbchen habt, dann könnt ihr das Ganze auch einfach in eine Tupper-Schüssel tun und die Tupper-Schüssel mit einem Geschirrtuch auslegen und dann das Ganze einmehlen. Das funktioniert genauso gut. Okay, so, und das hier kommt jetzt nochmal zurück auf die Heizung oder auf den Tisch neben der Heizung. Wir decken das Ganze nochmal zu für 45 Minuten und dann kommt das Brot tatsächlich endlich in den Backofen. Also, bis in 45 Minuten. Und da sind wir wieder. Eine gute Dreiviertelstunde später. Lasst uns mal reingucken. Okay. Also, der Test, den ihr machen müsst, um zu gucken, ob das Brot schon lang genug gegärt ist in der Form ist, wenn ihr hier so ein bisschen drauf drückt und das Brot geht wieder zurück, also wenn sich so eine gewisse Oberflächenspannung gebildet hat. Ihr seht, ich drücke das ein und es geht wieder so ein bisschen hoch. Und dann wisst ihr, okay, cool. Jetzt kann ich das Brot in den Ofen tun. Der Ofen, den solltet ihr, bevor ihr das Brot sozusagen zum Ruhen wegstellt, auch anmachen. Und zwar am besten auf höchste Stufe. Ich backe das Ganze jetzt noch so ein bisschen mit einem Pizzastein als Grundlage, damit die Unterseite schön kross wird. Aber das müsst ihr nicht. Also ihr könnt da genauso gut einfach ein Backblech nehmen und das mit Backpapier auslegen. Genau. Aber damit ich das Brot auf den Pizzastein packen kann, haben wir hier einmal einen kleinen Pizzaschieber und ich tue noch mal ein bisschen Backpapier drauf. Okay, und jetzt muss es gleich schnell gehen. Also wir haben hier das Brot, was ich auch vorbereitet habe als kleinen Trick, einmal einen Wassersprüher. Ihr könnt das Brot auch mit Wasser leicht einstreichen, aber das ist immer nicht so cool, wenn man das Mehl noch drauf hat, weil das dann so ein bisschen alles klebt, zusammenklebt und so. Aber Wasser ist super wichtig, damit das Brot saftig bleibt, während es im Ofen ist. Das bedeutet, wir werden das jetzt ganz schnell umkippen gleich, mit Wasser einsprühen und dann bei unserem Ofen kann maximal 250 Grad ab in den Ofen. Und ganz wichtig ist, nach 10 Minuten die Temperatur noch mal ein bisschen runter machen. Aber das kann ich euch gleich zeigen. Also erstmal Brot nehmen. Und so, hier sind wir. Perfekt. Hat eine schöne Spiralform. So, jetzt machen wir hier nochmal einmal ganz kurz ein bisschen nass. Ihr seht schon hier, wenn ich da jetzt normalerweise mit dem Pinsel drüber gehe, dann habe ich dieses ganze Mehl als Klumpen am Pinsel hängen. Ist nicht so cool. So, und dann nehme ich euch mal mit. Und jetzt geht's ab in den Ofen. Smooth. Okay, so.
So, es hat gerade geklingelt, das heißt, wir sind hier auch schon fertig. Und so schaut das Brot jetzt aus. Sieht gut aus. Von der Kiste her. So, jetzt könnt ihr es nämlich rausholen, auf ein Brett tun. Ich mache meistens noch gerne so ein kleines Gitter drunter, dass die Luft von unten auch besser drankommt. Genau. Aber das müsst ihr auch nicht, ihr könnt das auch einfach auf so ein ganz normales Ofengitter tun und da auskühlen lassen. Oder einfach auf dem Brett. Wenn ihr so ein bisschen klopft, sollte es hohl klingen. Dann wisst ihr, es ist gut. Ganz wichtig, auch wenn es sehr, sehr, sehr verlockend ist, so ein frisches, warmes Brot anzuschneiden, ihr müsst es ein paar Stunden abkühlen lassen. Dann ist es einmal verträglicher. Und es hält sich auch länger und trocknet nicht so schnell aus. Genau, und damit würde ich sagen, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken und dann dabei ein leckeres, selbstgemachtes Bauernbrot aus nur 3 Zutaten, komplett von künstlichen Enzymen frei, zu probieren und zu genießen. Ich bin gespannt, wie es euch geschmeckt hat. Also lasst gerne euer Feedback in den Kommentaren da und wenn ihr noch mehr leckere Kochvideos und Inspirationen sucht, dann abonniert doch einfach gerne meinen Channel. Bis zum nächsten Mal!